Heise und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play .hackGU Last Recode. Wir machen da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir jetzt im Kubia-Kern. Oder mehr oder weniger auf dem Weg dahin. Allerdings wird das Ganze jetzt etwas komplizierter. Das heißt komplizierter. Man muss ein paar Vorbereitungen treffen. Man sollte seine stärksten Teammitglieder jetzt nicht mitnehmen. Warum? Ganz einfach. Bei diesen grünen Kugeln da oben, die so leuchten, da erscheinen Doppelgänger. Und die haben dieselben Fähigkeiten, Equipment-Teile und auch Level wie die Originale. Das heißt, der Doppelgänger von Haseo wird Level 142 sein und all das haben, was Haseo hat. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel sage, yo, ich nehme natürlich Gaspard jetzt mit und dann noch Pyros, dann werde ich 229er Gegner vor mir haben. Und ich freue mich so, Gaspard und Pyros platt machen zu können, denn ich mag die beiden überhaupt nicht. Und das ist jetzt so unsere einzige Chance, die mal kaputt zu hauen. Da wird ja auch gesagt, dass man seine besten Gruppenmitglieder für später aufbewahren soll. Wir sind bereit. Also man kann sich den Kampf leichter oder schwerer machen, je nachdem, was man sich hier für Teammitglieder für diese Schattendoppelgängerkämpfe aussucht. Looks like they're not making it easy for us. All right. Let's wipe these out. Everyone, let's go. Bring it on. So, Gaspard und Pyros sind schon mal hinüber. Jetzt kommt nur noch er da. Der auch keine wirkliche Chance hat, weil wir ihn ja halt hier jonglieren. Und das war's. Lass ihn endlich sterben. Die EXP habt ihr eigentlich nicht verdient. Welche zwei Teammitglieder soll ich als nächstes reinnehmen? Don't you worry, I'm gonna fight real hard. You go on ahead, Haseo. Hurry! I can't wholeheartedly assure you that the slow Doberman shall valiantly hold the enemy off here. Thanks, everybody. I'll leave it to you. Und die müssen halt jetzt da auch kämpfen und die haben einen sehr, sehr spannenden Kampf. Okay, ist ja gut. Nein, die besten nicht. Dann nehmen wir einfach... Welche haben wir denn noch? Dann wähle ich jetzt einfach mal Matsu. Und Celebes. Damit das auch ein bisschen vorangeht. Ich kann ja jetzt nicht Stunden auf Antworten oder Ideen warten. Damn it! Not again! You copying me? Oh, that's funny. But there's no way you're ever gonna be able to copy my courage. I'm fighting too. Let's go, Haseo! All right. Everyone! Here goes! Er hat auf mich anzugreifen, das ist uncool. Razor's Edge! So, der ist schon mal... Autsch.
Lass mich. So. Melee. Jetzt mache ich bei dir mal Melee. Das, was du gerade gemacht hast, kann ich auch. Also, auf uns zu heulen, du blöder Doppelgänger. Und das war's. Same here too. There's no doubt about it. Kubia is starting to revive. So was kann vorkommen. I believe in you. So you gotta believe in me and go finish off that devil. I'll do my very best to help you out, Haseo. So hurry up. Thanks. I'm counting on all of you. Everyone, hang in there. So, ups, ich wollte Gruppe. Dann holen wir jetzt Kuhn und Antares. Ich will da rein. Alcade wähle ich absichtlich nicht, übrigens. Ich mag Alcade nicht wehtun. Alcade ist cool. Damn it, not again. You might copy my looks, but you can't copy my will. Let's go, Haseo. I'm up against a copy of myself, huh? Well, I won't lose. Let's go, Haseo. All right, everyone, let's go! Bring it on! Ouch! Warum? Dann halt so. Hoffnung, dass ich so irgendwie noch bei den Schaden mache. Na gut, bei dem Antares-Klon mache ich Schaden. Ist auch annehmbar. So, wunderbar. Das war's jetzt mit den beiden. Und damit ist das so einfach, den Haseo-Doppelgänger platt zu machen. Und ihn einfach da oben in der Luft jongliert. Das ist super. Same here too. There's no doubt about it. Kubia is starting to revive. Guten Abend, Chaos. Wie geht's dir denn so? Wie war dein Tag? Go ahead, hast wahrscheinlich gepennt oder was im Spiel vertieft, oder? Just a little more. Please, don't get killed. Na, du kommst auf jeden Fall so ziemlich zum finalen Kampf rechtzeitig. Pi und weil Pi und Yatta jetzt so gut zusammenpassen. So vertiefte Metal Gear Solid 5. Ja, okay. Was? Ich hab gedacht, das wäre da. Wir hätten noch. Oh fuck. Ich glaube, ich habe gerade Pupu gemacht. Ich dachte, es käme noch eine Runde. Shit! Fuck. Das könnte jetzt auf die Schnauze geben.
hab gedacht, es käme noch einen Kampf. If the obstruction of its regenerative capabilities has damaged its power supply and caused it to divide, then this may be our chance, Haseo. Is this our chance to defeat it? We can settle everything now. Everyone, are you ready? Nein! This is it. We absolutely cannot lose this battle. No. We will win! Nein. I swear, I will protect the world. Nein! Yeah. Nein! This is it. We're putting an end to it all. Let's go! Here goes! Shit, ich hab das falsche Team! Ich mach kein... Ich kann die nicht anvisieren. Okay, ich schaffe es trotzdem irgendwie Schaden zu machen. Zumindest beim rechten Kern. Gomorrahs. Au. Ach Scheiße, die greifen sich jetzt gegenseitig an, ey. Wow! Das sah irgendwie schon cool aus. Ihr solltet euch verteidigen. Okay. Genau, weil sonst hättet ihr das nicht verhindern können. Ja, hör mal auf langsam. Ja, das Ding auf Kubias Kopf soll aussehen wie Haseo. Weiter fragt.
Did we do it? Ganz ernsthaft, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass das mit dem Team funktioniert. It's splitting. Could it be aiming to destroy us too? Is it self-destructing? It's as powerful as the rebirth. If it releases it all at once, who knows what could happen? That would cause an immeasurable strain on the network. Yeah, and that would cause a network crisis. How are we gonna stop it? If we unify the power of our epitaphs and turn it against Kubia. But that would... We don't have anything else, do we? We've gotta try! There's no time! Give your epitaphs to Haseo! I'm counting on you, Haseo! Haseo, please! Haseo! Haseo, I know you can do it. Haseo! Everyone's voices, their thoughts, are with me. Ich finde diese Cutscene so episch. Vor allem mit der Musik, die später kommt. Little children of Morgana, pray now as hard as you can. Only a strong prayer can change the world. And now you have them all. Oh, Ovan. Can we do it, Haseo? Yeah, of course we can. Right, this is it. It's time. All of the feelings that I've carved deep into the world are going into this one attack!
Ovan. You've gotten quite strong. A lot stronger than you were back then. Well, I was forced to become stronger, thanks to you. Bring your feelings together. I wonder how much further you will grow. Ovan, what are you saying? Haseo. This is goodbye. Wait! I still haven't found a way to return your feelings! You're always like this! You always leave before I can tell you how I feel! And now you're leaving me again! Please! Ovan! One ending, you know, is really a new beginning. We are not finished. Our journey will still continue. Don't you think that's true? What the hell are you talking about? I have no idea what you're talking about, Ovan! I still have so much I want to say to you! Your wish felt through so much anguish and pain has awakened his heart. Und das ist Aura übrigens. He heard your lament, and the deepest wish of his heart was to answer you. The bonds between our souls are what drive the world. And it will be all of you who drive our new world. Now, you must go, little children of Morgana. Ovan. Finally. The confusion in the real world and the network is finally calming down, and I think we avoided the real danger of the network crisis. The world finally returned to its daily routine, but a daily routine different from any it had before. So viel. Alter. Das erste, was ich lese, ist, du Dreckskerl. Ja, danke auch. Ich war nur kurz weg. Was hast du mit Meister N angestellt? Du stinkiger, lügnerischer, betrügender Dreckskerl. Siehst du nicht die pinken Strahlen, die Meister N aus seinen Augen auf dich schießt? Das lasse ich nicht
ich werde dich kriegen. Ja, danke. I'm glad to see you're doing well. Keep on looking after Bo. So, ich werde jetzt nicht alles durchgehen, das wird wahrscheinlich immer nur dasselbe sein wie Juhu, unsere Welt ist befreit und so. You avoided a network crisis. That's a relief. So, you're leaving the CC Corp. As long as you're okay with that. The world is back as it was. I wonder if Kuhn's princesses are back too. Bestimmt. Entrance. This isn't the end by any means. Und er gesagt, wenn du könnte ich nicht mehr verschlüsseln. Na, ist kein wieder kein Ende und so, ist alles gut. Oh, it's okay to believe in yourself. You did save the world after all. I'm not the one who saved the world. The world is at peace again because you pulled Project GU along all this way on your shoulders. You still drinking in the real world? Don't drink yourself sick, Master. It's bad for you. Er hat ihn mal Master genannt. Sehr gut. Syllabus. That's great. You keep looking after those beginners and show them how it's done. You really hung in there, Gaspard. Thanks. Nein. Du hättest ruhig runterspringen können. Lieber Märchenprinz. Das ist irgendwie süß. Okay. We were able to defeat Kubia once and for all because of help from everyone at Moontree. I guess you can go ahead and start Moontree up again now that the world's back to normal. Come back again, Matsu. I mean it. I'll take you on anytime. Ich lass das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Abby, that's a really short email. Ovan wanted you to live, Ina. Don't ever let his sacrifice go to waste. Ich warte. Du kennst den Ort. Verborgene, verbotene Weihstätte. Shino, she came back. Her location is Delta Hidden Forbidden Holy Ground. The Hulgrons Cathedral. This is the place that Shino showed me. The very first lost ground I went to. And the place where Shino became a lost one. I'm glad you were able to make it back to the world. Shino. Shino's waiting. Let's go to Hulgrons Cathedral. Ganz flott. Jetzt hat Hasios Quest auch endlich sein Ende gefunden. Shino ist nun auch da. Du hast eine ungelesene E-Mail, okay. Egal, das lesen wir uns irgendwann mal durch, was wir da bekommen haben. Wir machen uns nur noch auf den Weg, Shino zu treffen. Da keine weitere Mail gesehen. Ich habe auch nach oben gescrollt. Da ging es nicht weiter hoch. Das wundert mich nämlich ein bisschen. Da ist Shino. Long time. Do you remember? What we talked about here? About the goddess. About Aura. Du hast so ziemlich alles verpasst, Rhodey. Ich beende den Stream auch gleich. Weil wir jetzt in der finalen Cutscene sind. Ida. You see, my consciousness was faintly connected to Ovan's left arm.
Yeah, Ovan's sister said the same thing. I was with Ovan much of the time. Aber wie geht's dir denn so, Rhodey? Wie war dein Tag? Ovan. He sacrificed himself to stop Kubia, which he himself had created. That man. He saw things through in a way only he could. And that's exactly how he wanted it to end. It's as if we were just living in Ovan's personal story, characters in a play. It wasn't like that. I know. Hasael? Adelie. I asked her to come. Well... Your consciousness finally came back, Shino! That's so wonderful! Thank you, Adelie. Hasael was right! Your PC really does look just like mine! But our personalities are different. It's insulting if I say you're like me, huh? You know, Hasael was always trying to cure you. He tried really hard. And for a long time. I know. Yeah. Anyway, well, goodbye. And good luck. Wait! Let's start the Twilight Brigade again. Huh? With just the two of us. We'll go find Ovan. Hasael? I saw it all. Everything. Shino. Now be honest with yourself. Oh. You're watching, aren't you? Ovan.
Und damit haben wir die Hauptstory von Dotec ZU abgeschlossen. Ups. Okay. Und das Letzte, was jetzt für mich noch halt zu tun bleibt, wäre, was abgeschlossen wird, im vollen Spiel zu speichern. Uchiyamada hat dir eine E-Mail geschickt, wie du dein Abenteuer in Volume 3 fortsetzen und deine Daten zu Volume 4 konvertieren kannst, was wir vorher nicht hatten. Volume 4. Auf jeden Fall werde ich off-cam noch Bonus-Sachen machen und das halt wieder in einen Bonus-Part verpacken. Und danach, wenn ich mit allem fertig bin, können wir uns der ganz neuen Volume 4 endlich anwenden, wie auch immer. Da sind ja plötzlich doch noch viel mehr. Naja, gut, okay. Wartungsarbeiten abgeschlossen. Danke für deine Blabla. Bin nach... Zur Hochzeit? Was? Hiermit möchten wir dir mitteilen, dass für kurze Zeit ein Event verfügbar ist. Eventinformationen. Ein Hochzeitsevent findet auf der Insel der König Al-Brasai statt. Bei dieser heiligen Zeremonie versprechen sich zwei Menschen einander ewige Liebe. Ja, das weiß man ja, aber I'm confused. I don't know who I should give these feelings to. Gaspard und Pierre. Wahrscheinlich. Herzlichen Dank fürs Durchspielen. Ich bin sau gespannt, was in Volume 4 passiert. Wie gesagt, ich hab's noch nicht aufgemacht. Eine Nachricht von Bordeaux. So, Adressbuch von Bordeaux bekommen. Aura an Morganas kleine Kinder. Dank deiner starken Empfindung wurde die Welt gerettet. Aber in dieser ewigen Welt wird eine Zeit kommen, in der du sie wieder mit Hilfe deiner Kräfte schützen musst. Ich gewähre dir diese Macht. Die drei Klingen, geschaffen, um mich zu beschützen. Eine Macht, die mir nicht mehr dienen kann, da ewiger Schlaf auf mich wartet. So nimm diese Klinge und beschütze die Welt. Bring Morganas Kindern Glückseligkeit. Jetzt haben wir auch Tri-Edge. In Anführungszeichen, wir kennen sie ja unter Tri-Edge. Besondere Wörter. BBQ-Teller. Chim-Chim-Götter. Was sind Chim-Chim-Götter? Das ist etwas, was ich auch noch nicht kenne. Okay. Shino, ich bin wieder da. Es ist ein Weilchen her, Haseo. Wir haben uns lange nicht mehr geschrieben. Ich habe wohl für lange Zeit geschlafen. In dieser Zeit hast du in dieser Online-Welt so viele Kämpfe für mich gekämpft. Das war sicher hart, vermute ich. Und doch hast du mich auch im echten Leben besucht. Ich danke dir, wirklich. Hey, Haseo, es ist vielleicht nie mehr so wie früher, aber lass uns wieder mal ein Abenteuer zusammen unternehmen. Du hast alles verloren, selbst meine Mitgliedsadresse, oder? Hier ist meine Mitgliedsadresse nochmal. Also wenn etwas ist, lad mich auf jeden Fall ein. Also dann, wir sehen uns, Haseo. Shino. Selkova, nur zur Info. Hi, Haseo, es geht um den Netzlamm Tartaga. Bei dieser Stadt handelt es sich um einen inoffiziellen Server. Daher können normale Spieler ihn nicht dorthin gelangen. Also P-Server und wiederum kein P-Server, okay. Aber du bist besonders, Haseo. Ich habe dein Stadt-Teleport-Feature verändert, sodass du und deine Freunde nach Tartaga kommen können, wann immer ihr wollt. Komm jederzeit mit deinen Freunden her. Damit du nach Tartaga kommst, ist Ente nicht von dort weggezogen. Es befindet sich nicht mehr in Brakepona, also denk dran. Das alles, Haseo. Lass uns bald mal wieder ein Abenteuer erleben. Dann gegen Haseo, den Kampf gegen Kugel, das war... Du hast Ideen. Du bist nicht der Stärkste. Okay. An die Gewinne des S-Spieler. Okay, da will uns jemand wohl zerschmettern. Ups. Wir haben doch noch Mitgliedsadressen. Ich wollte meine E-Mails auch checken. Aura, versprechen. Steck all deine Gefühle in ein Lied, das du nur einem besonderen Menschen vorsingst, in nur einem Wort des Versprechens. Möge der Zwielichtdrache auf dich herablächeln. Grußkarte halten. Ah, das ist eine besondere Grußkarte. Schickst du sie an jemanden, dessen Zuneigung bereits das Maximum erreicht hat, kannst du ein besonderes Ende sehen. Du erhältst nur eine dieser Karten. Es wird also empfohlen, das Spiel zu speichern, bevor du sie abschickst. Du kannst die Stufen der Zuneigung auf dem Statusbildschirm sehen, wenn die Zuneigungsanzeige pink dargestellt ist und 5 kleine Punkte um das Herz kreisen, hat die Zuneigung dieses Charakters das Maximum erreicht. Promise.
Ja, das sind dann die sogenannten Promise Endings, die man machen kann. Und ich kann einigen Leuten da diese Karte schicken und das dann als eine Heirat. So, jetzt gucken wir erstmal. Blauer Orca. Okay. Interessant. Na gut. Lieblings-SK-Methode. Schwächlinge mit mehreren angreifen und fertig machen ist geil. Willst du gekillt werden, Kleiner? Keine Ahnung, was ich hier schreiben soll. Naja, jetzt wo ich wach bin, will ich vieles ausprobieren. Bloß nicht an Gaswort schicken. Nee, ich werde versuchen, alle Promise-Endings zu bekommen und auch dann in den Bonus-Part zu packen. Denn zeigen möchte ich die schon irgendwo. Das gehört noch dazu. So, Endsmash TV, Final Episode. Und dann gehen wir noch in den Parodiemodus. Ich glaube, wir haben 3 Folgen im Parodiemodus zu sehen. Juhu! In der Folge können wir übrigens auch Shinos wahren Charakter sehen, also Real-Life-Charakter. CyberConnect Corps Number 4 Lab. The world was viciously assaulted by the third network crisis. And then the global-wide network problem. With all the dangers of worldwide disaster and the threat of extinction finally settled down. After our last investigation, we were taken in by police for trespassing and locked up in jail. If Mr. Sugai hadn't leaked information to the media, they might not have rushed to the scene, and we could have been disposed of to keep quiet. I believe given what we've seen, it was a distinct possibility. So what did we see deep within the heart of CyberConnect's laboratory? We believe we saw evidence of the truth before they took us away. The missing 6 were found inside an old abandoned house situated very near the school. Or at least that's the story. Once released, we dropped by the hospital that was treating Uike Toru and the others. Sakaki. None of the children had any memory of the incident. Und jetzt ist Sakaki wieder ein lieber Junge. And thus, the only real link to the truth behind the doll syndrome had been severed. Seine Persönlichkeit ist jetzt wieder, wie sie eigentlich sein sollte. So what is doll syndrome? We didn't find out anything about anything. Not about the world or Ida. Und das ist Shino. Getting discharged today, miss? That's what Ida is. Ob wir Endsmash TV in Volume 4 wiedersehen werden, das weiß ich natürlich nicht. Interessant wäre es aber auf jeden Fall. So, ich möchte mal kurz... Nee, ich wollte nicht hier hin. Ich wollte kurz zwischenspeichern noch einmal. So, Abschlussdaten. So, und dann gehen wir nochmal in den Parodie-Modus. Das muss noch sein, bevor wir den Stream dann beenden. Ja, ich möchte... Ich bin so gespannt auf Volume 4. Ah, das wird schön. So. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Nein, hatten wir noch nicht. Owen hat eine Bitte an seine geliebte Schwester Aina. Extreme Ausweitung. Get the hell away from me. Gross. Your life is worthless. Okay, Nacht. You piece of crap. Garbage. Please, for old time's sake, give me your worst, my sweet Aina.
Yes, those eyes of hate! You putrid swine! Heaven! Das ist so gut, ey. Naja, wir haben ja noch mehr. Weihwasser weiterreichen. Hase und Atelier stecken in der Kathedrale fest und das Schlimmste ist, es gibt keine Toiletten. I knew it. There's no bathroom. We gotta get out of here, Haseo. I can't hold it much longer. Don't panic, Atelier. Most people can hold it longer than they think. Let's just calm down and try to escape. You're right. It's not like I'm a little kid. Grown-ups just don't have accidents, do they? I had an accident, and it's brown. Haseo versucht, den deprimierten Owan aufzueitern, indem er ihm peinliche Geschichten aus seiner Vergangenheit erzählt. Den habe ich selbst noch nicht gesehen. Kenne ich noch nicht. Owan. Haseo. I suck. I suck so much I even suck at sucking. Ich bin selbst in Schlechtzeit schlecht. Say that. Everyone's got their sucky points. Sucky points, mag ich. When I was little, I joined online games because I was lonely. I ended all my sentences with boing. I attacked people from behind and begged for their member addresses. So please. Boing. You're creepy, man. Okay, Alter. So, die beiden, die wir da haben, die sind noch für Volume 4, das weiß ich, weil ich da mal reingesehen habe. Ich war curious. Wollte wissen, was das hier für welche sind, weil mir die Szenen einfach aus dem Hauptspiel nicht bekannt vorkamen. Und ja, Volume 4. Dementsprechend können wir uns das erst ansehen, wenn wir in Volume 4 diese Szene hatten dazu. Meine Fresse, ey. Boing. Ja, die Entwickler hatten Spaß. Ist aber auch gut so. Vollkommen gut so. Ah. Oh, meine Fresse, ey. Na gut, dann würde ich einfach mal sagen, ich beende dann den Part an der Stelle. Das war ja Keanu mit Let's Play DotHackGU Last Recout. Ich mache da noch Bonuszeug, schnippel das dann alles wieder zusammen. Ich weiß nicht, wie viele Parts das dann werden, das muss ich dann halt sehen. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!